Alle Leute, willkommen zurück zu H2N4. Und ich sehe gerade, wir können uns alliierte Schlachtpläne anzeigen lassen. Die haben nur Frontlinien. Die haben keine Angriffslinien. Okay, das würde erklären, wieso in manchen Spielen die KI einfach. Ja, einfach schlecht vorbereitet ist auf Angriffe. So, dann hatten wir letztes Mal festgestellt, wir müssen wahrscheinlich noch einen Krieg in Sinai, also auf der Halbinsel Sinai kämpfen. Und ich war am Überlegen jetzt zwischen den Folgen, ob ich dafür eine kleine Armee irgendwie aufstelle. Ich meine, das sind nur drei, wie heißt's, drei kleine Gebiete. Oder im Zweifelsfall hier im Suezkanal zwei kleine Gebiete mit einem großen Fluss dazwischen. Können wir da ein bisschen weitermachen? Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir können das machen. Wie viel kostet es mich, eine von euch zu auszubilden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 Divisionen dürfte eigentlich erstmal okay sein. Kann mich natürlich auch irren. Ja, ich dachte mir gerade, vielleicht können wir die direkt hier rauskommen lassen, aber dem ist nicht so. Dann poppt ihr bitte mal direkt in Marseille raus. Juni 1940, 1940 werden die wahrscheinlich rauskommen, wenn bis dahin das Equipment da ist. Oh, leichte Kreuzer. 3 ist fertig. Dann gehen wir nochmal hier weiter auf Zerstörer. Und setzen dann schon mal leichte Kreuzer 3 rein. Sagen wir 5 für die Schlachtflotte Süd. Und die Schlachtflotte Nord bekommt auch 5. So. Free Speech ist auch durch. Und hier werden wir Disjointed Government los. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Ist natürlich auch die Sache, will ich dann erst hier verteidigen oder will ich erst hier das aufräumen? Ich glaube, ich räume erst hier das auf, weil ansonsten verlieren wir noch ganz Afrika. Brauchen wir wieder ein bisschen mehr Holz. Und trotzdem noch genügend Fabriken, um das hier so ein bisschen zu bauen. Ja. Und die Gräben hier sind am produzieren, also sind am gebaut werden. Ja, sind jetzt die Gräben hier oben auch noch mit drin, sehe ich gerade, aber. Na. Galeveron! Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur den hier, also nur diesen deutschen Abschnitt hier. Aber vielleicht kriegen wir es ja noch. Vielleicht kriegen wir es dann noch gut hin. So. Dann hoffe ich mal, dass unser Unterstützungsequipment. Ich meine, es wird eigentlich schon ziemlich gut gebaut. Um mehr zu bauen, müssten wir noch einen extra Auftrag absetzen dafür.
Ja, ansonsten warten wir wahrscheinlich so ein bisschen auf den Krieg. Trench Warfare. Wobei Serbien immer noch im Krieg ist mit dem Osmanischen Reich. Freuen Sie sich mit dem Haus von Rashid an. Jabal Hamar? Shammah, da. Okay, ein bisschen Meinungsbonus wahrscheinlich gar nicht mal allzu viel. So, Industrial Effort. Equipment Effort. Alles ziemlich langweilig. Hier sind wahrscheinlich einfach ein paar Forts drin. Ja, Küsten, Bunker. Spanien meint auch nichts allzu Schreckliches, so wie es aussieht. Equipment, Trench Warfare. Ich frage mich, wann es losgeht. Gegenoffensive, dann nehmen wir hier noch. Oh, weichen Angriff. Sehr, sehr gerne. Mehr weicher Angriff. Bei wie viel sind wir im Moment? Aber 35 für so eine Division ist nicht wirklich viel. Ist wirklich nicht wirklich viel. Und mittlerweile 143. Wenn ich hier noch Artillerie reinsetze. 17 runter, allerdings, das hier geht 8 und das wird mehr als verdoppelt. Allerdings brauchen wir dafür auch richtig viel Artillerie. Ich meine, wir haben im Moment noch 2500 Feldgeschütze über, allerdings sind das alles veraltete BB-Kanonen. Wobei ich sagen muss, dass, so wie das hier abgebildet ist, sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Kanone aus den napoleonischen Kriegen. Sieht gar nicht aus wie moderne Artillerie. Also halbwegs moderne Artillerie. Artillerie aus dem Ersten Weltkrieg. So. Wie sehen denn die anderen aus? Ja, okay, das hier sieht schon eher danach aus, obwohl das hier ist erst 1930er Technologie. So, da sind wir damit auch durch. Und Bürokratie, eine Zivilfabrik und ein bisschen politische Macht. Ah, wenn wir das machen und dann hier nochmal Artillerie-Experten reinsetzen, oder Armeeorganisation hochsetzen. Ah, das könnte sehr, sehr gut werden. Pass auf, ich setze nochmal Artillerie-Tübi rein. Und dann mache ich das einfach. Das würde auch bedeuten, dass die wahrscheinlich etwas später rauskommen. Und wir vielleicht nicht bei Kriegsausbruch hier noch eine extra Armee haben. Aber das ist okay. Denke ich mal. So, setzen wir hier nochmal Artillerie rein. Da nochmal Artillerie. Wir brauchen dafür 124.000 Mannstärke weniger, 24.800 Infanterieausrüstung weniger und ungefähr 9.000 Feldgeschütze. Wir haben 2.000 ungefähr. Also wir brauchen ziemlich viele Feldgeschütze. Dürfte sich aber lohnen, allein schon durch den weichen Angriff hier, der wirklich übertriebenst groß ist. So, und dann switchen wir hier das mal so ein bisschen um. Weniger Support und mehr Artillerie. Ungefähr so. Jetzt brauchen wir hier auch wieder ganz viel mehr Holz. Okay. Noch was? Nein, ansonsten haben wir gut Ausrüstung. Und ja, jetzt brauchen wir ganz viele Feldgeschütze hier. Obwohl, die haben das hier anscheinend zuerst bekommen.
Die brauchen jetzt nur noch Infanterieausrüstung, aber Infanterieausrüstung, also nicht Infanterieausrüstung, diese Unterstützungsausrüstung hier. Die dürften wir jetzt eigentlich halbwegs genug haben. Halbwegs. So, hier tut sich immer noch nicht viel. Die Front ist mittlerweile so ein bisschen stabilisiert. Es geht weder vor noch zurück. Ganz im Stil des Ersten Weltkriegs. Und hier unten ist immer noch so ein bisschen Widerstand, will ich beinahe sagen. Hier ein griechischer Widerstand auf türkischem Gebiet. Naval Gun Effort. Aber ansonsten im Moment eigentlich noch ein bisschen ruhig. Man mag gar nicht meinen, dass demnächst hier der Erste Weltkrieg ausbrechen könnte. Ja, und jetzt bekommen wir nicht mehr ja 0,5 pro Tag, sondern 1,3 pro Tag. Das ist schon besser. Und dann können wir uns hier noch vielleicht die Organisation holen. Die Offensive weiß ich gar nicht. Organisation könnte ziemlich gut kommen. Hier natürlich den Tybi. Sehr, sehr cool. Ja, hier auch noch, obwohl wir haben noch keine Jäger gebaut oder. Haben wir Jäger? Wir haben Close Air Support, aber wir haben keine Jäger. Okay. Und dann müssen wir versuchen, Wilhelm und seine Schergen zurückzuhalten. Ich hoffe mal, dass Italien auch den Job macht, den Italien machen sollte, nämlich Österreich hier zurückzuhalten. Es wäre ziemlich, ziemlich schlecht, wenn Österreich hier durchbricht, Italien einnimmt und wir dann hier auch noch eine Front gegen Österreich-Ungarn haben. Weil wir haben hier zwar eine Armee stehen, aber das ist zum. Also erstens ist es unsere kleinste Armee. Neben der Afrika-Armee hier, die nicht wirklich eine Armee ist. Und zweitens habe ich hier noch, glaube ich, ja. Okay, ich habe hier ein paar Landbunker, so wie es aussieht, aber ich habe keine Gräben. Und hier oben habe ich noch nicht mal Bunker. Das heißt, das könnte schmerzhaft werden. So, Early Support Weapons. Gasmasken. Infanterieverteidigung. Da, 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 da. Dürfte eigentlich auch ganz okay werden. Dann forschen wir das mal weiter. So, ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr, sehr ruhig. Ein bisschen zu ruhig für meinen Geschmack. Also nicht, weil ich Angst habe vor der Zukunft, sondern weil ich auch irgendwie versuche, ein bisschen Inhalt hier in die YouTube-Videos reinzupacken. Und so funktioniert das nun mal nicht. So. Armeeorganisation können wir machen. Bringt uns, glaube ich, sogar einigermaßen was. Ja, die Kriegsökonomie müssen wir dann noch machen, wenn wir dann auch im Krieg sind. Genau wie Limited Conscription auf Extensive Conscription. Meine Güte. Umswitchen und dann sind wir eigentlich kriegsbereit. Das heißt, wir brauchen eigentlich nochmal 300 Punkte, aber das können wir eigentlich auch machen, wenn wir schon im Krieg sind. Weil wir haben ja noch ein bisschen Mannstärke. Und ja, Produktion hat zwar Vorrang, aber wir kommen ja im Moment ganz okay klar, bis auf die Feldgeschütze und die Ausrüstung hier. So, Bürokratie ist durch, dann nehmen wir noch das hier. Oh, Recruitable Population 5%. Das ist sehr nice. Und sogar noch Boni für Doktrine. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, wie kommen die Gräben voran? Sehr, sehr gut tatsächlich.
Wirklich sehr, sehr gut. So, und danach die Werften, dann wieder Fabriken und danach noch die Erweiterung bis hier zum Ärmelkanal. Ist ja auch halbwegs historisch, dass die Erweiterung bis zum Ärmelkanal, also von den Gräben, erst während des Krieges stattgefunden hat. Die hat eigentlich auch erst stattgefunden, als hier der Stufenplan eigentlich schon halbwegs in Aktion war. Sprich 1915 hat man dann hier hochgebaut. Die sind immer noch dran hier. Ah, gleich schon fertig mit dem nächsten. Dann gucken wir mal, was die so wieder vorhaben. In der Zwischenzeit Chemical Warfare Dockyard Expansion. Oh, irische Separatisten. Aha. So, und da haben wir jetzt erstmal ein paar Boote wieder erforscht. Engineer Company Entrenchment mit 100%. Das ist, glaube ich, ganz, ganz nützlich, wenn wir vorhaben zu verteidigen hier. Wir haben doch in unseren normalen Infanteriedivisionen ja Ingenieure drin. Sehr, sehr gut. Und hier fehlt es jetzt an Feldgeschützen. Und hier fehlt es an Unterstützungsequipment. Ja, hier sind wir kurz davor. Die Öffnung des Panama-Kanals. Der Panama-Kanal existiert jetzt. Ich weiß nicht, ob der vorher schon existiert hat. Oder ob er einfach nicht nutzbar war. Auf jeden Fall gibt es ihn jetzt, ganz offiziell. Aber ich wollte gerade sagen, wieso kann ich euch hier sehen? Aber es ist, weil das Vereinigte Königreich hier ja noch diese eine kleine Provinz hat. Ich war gerade etwas verwirrt. Ich dachte gerade, habe ich da drüben auch noch irgendwelche Besitztümer? Was geht? So, und wenn wir gleich nochmal 5% rekrutierbare Bevölkerung bekommen, dann bin ich sogar halbwegs versucht, noch ein bisschen Leute auszubilden. Wir haben jetzt hier 10 drin. Noch, okay, die können wir noch nicht ganz versorgen tatsächlich, aber wir können hier doch schon mal ein paar mehr reinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir 20 draußen. Na komm, 2, 3, 4. Machen wir 24 draußen, dann haben wir gerade eine volle Armee. Die brauchen alle Feldgeschütze und Support Equipment. Ja, ne? Das beides hier. So, die Gräben kommen auch durch. Infrastruktur. Und gucke ich gleich nochmal, was Österreich-Ungarn macht. So, Convoy Target Focus oder Capital Ship Target Focus? Gibt's. Ah. Submarine Surface Detection plus 10%. Raiding Coordination plus 30%. Surface Detection plus 30% und Raiding Coordination plus 10%. Also quasi einmal gespiegelt. Was haben wir hier? Schlachtschifforganisation plus 10. Großkampfschiff. Angriff plus 20% oder Organisation plus 20 und Angriff plus 10%. Boah, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich meine, hiermit können wir besser Konvois abfangen, das stimmt schon. Hiermit wären die U-Boote eher im Kampf mit dabei. Hier könnten unsere Schlachtschiffe mehr Schaden austeilen, würden sich aber auch früher zurückziehen. Und hier können sie länger mit. Ah. Ich glaube, ich nehme Capital Ship Target Focus und Coordinated Fleet Move. Ich glaube, damit können wir unseren Feinden eher schaden, weil dann können wir Seehoheit anstreben. Und wenn wir Seehoheit haben, dann ist es auch egal, wie viele Konvois wir versenken, weil dann haben wir niemanden mehr, der uns davon abhalten kann.
So, 85 bis 96 Schiffe. Ihr habt eine fucking große Marine. Irgendwo zwischen 200 und 250 Schiffen. Holy fuck. Okay, da dürfte aber hoffentlich das Vereinigte Königreich ein bisschen was gegen sagen. Deutschland hat eine verdammt riesige Marine. Reorganization Act ist Militärfabrik und politische Macht. Und hier drüben tut sich immer noch nichts. Macht etwas. Unterhaltet mich. Wir sind jetzt schon September 1914. Und ich frage mich, ob demnächst bald irgendwann ein Event stattfindet, was entfernt etwas mit Serbien und Österreich-Ungarn zu tun hat. Naja gut, dann würde ich sagen, dies und mehr erfahren wir in der nächsten Folge oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Und eine Sache mache ich jetzt. Ja, okay. Euch setze ich weg von Trainieren und dann könnt ihr auch wieder bereit sein für den Krieg sozusagen. So. Und wie gesagt, ich hoffe, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.